Wir möchten uns heute in diesem weiteren Kapitel näher vertiefen in Gletschersystemen. Und diese Gletscherforschung im Sinne der Ökologie ist ebenso relativ neu. Früher hat man Gletscher eben als leblose Massen gesehen, die man eben begangen hat als Bergsteiger. Man hat sie auch als Bedrohung gesehen, natürlich im Sinne von Gletscherspalten oder auch während dieser Phasen oder kurzen Phasen der Vorstöße, wo dann wirklich auch Weidegebiete betroffen sind, wo es spezielle Abwehrmechanismen auch der katholischen Kirche gegeben hat, dass der Gletscher sich wieder zurückzieht. Es ist auch kulturell recht interessant, wie der Mensch sich diesem Thema genähert hat. Aber heute sieht man einen Gletscher eben auch als Antwort des Klimawandels. Die Gletscher werden rapide weniger, sie verlieren an Masse in der Länge, in der Dicke. Man sieht Unmengen von Gletschern, die sich von Jahr zu Jahr verändern, eine sehr hohe Dynamik aufweisen, sehr massive Landschaftsveränderungen auch zeigen. Aber für einen Ökologen ist ein Gletscher praktisch wie ein Stockwerk einer WG, so kann man es bezeichnen. Das heißt, wir haben an der Oberseite diese subglaziale Schichte, die sehr gut besiedelt ist von Organismen. Was wir als N-glazial bezeichnen, hier in dieser Grafik, ist alles das, was an Organismen im Gletschereis eingeschlossen ist, beziehungsweise auch durch diese Schmelzwasserkanäle weiter transportiert wird und aktiv sein kann. Und wo wir auch vorhin darüber gesprochen haben, dass der Gletscher sich über das Gletscherbett bewegt und somit auch wieder Organismen freigibt, auch durch den Rückzug vom Bett, wo wir sehr viel anaerobe Organismen finden, beziehungsweise Organismen, die an einen gewissen Methanstoffwechsel gewöhnt sind. Die treibende Kraft ist zum Teil das Kohlendioxid. Das heißt, die Organismen, die auf einer Gletscheroberfläche zu finden sind, sind vielfach Algen, die das CO2 nutzen können für Photosynthese. Wir haben auch Kieselalgen, Cyanobakterien, natürlich auch heterotrophe Bakterien, die von diesen Stoffwechselprodukten wieder profitieren können. Wir haben zum Teil auch Räuber wie kleinere Flagellaten oder Ziliaten. Was relativ neu ist an Erkenntnis, ist auch die Präsenz von Viren, wobei die Anzahl von Viren jenen der Bakterien um das 10- bis 100-fache sogar übertreffen können. Es werden durch Viren natürlich auch Nährstoffe freigesetzt. Durch diesen Befall von Organismen, durch lytische Prozesse, werden organische gelöste Komponenten freigesetzt, wie zum Beispiel der DOC, der gelöste organische Kohlenstoff, der wieder die Basis ist für Mikroorganismen und somit auch den N-glazialen Bakterien zugutekommen kann. Aber auch ein Gletscher selbst ist nicht ein Block Eis, sondern kann auch genauso gut wie ein Schweizer Käse zu sehen sein, wenn man einen Längsschnitt machen würde. Es gibt Unmengen von Schmelzwasserkanälen, die zum Teil im Winter, wenn alles gefriert, sogar begehbar sind. Das sind dann leere Kanäle, wasserfreie Kanäle, und im Sommer werden diese Kanäle wirklich durch Wasser geflutet und werden dann zu reißenden Bächen. Und diese sind zu sehen oft anhand dieser sogenannten Gletschermühlen an einer Gletscheroberfläche, was natürlich auch sehr gut zu hören ist, weil hier das Schmelzwasser durch dieses Loch wirklich in den Gletscher hineindonnert. Und Mühle deswegen, weil alles, was in dieses Loch fällt, dann wirklich durch diese Kraft des Wassers zermahlen wird und irgendwo tritt das Wasser dann unten wieder aus, was aber für den Menschen extrem gefährlich ist. Was in den letzten 10, fast 15 Jahren jetzt das Interesse der Ökologen geweckt hat, ist eben diese Gletscheroberfläche mit diesen Schmelzwasserdümpeln, den sogenannten Kryokonitlöchern. Und diese Kryokonitlöcher findet man überall auf der Welt.
Es ist nichts Besonderes oder nichts, was irgendwie an eine besondere Landschaft gebunden wäre. Aber sie entstehen eben dadurch, dass dunkles Material organischen oder anorganischen Ursprungs auf die Eisoberfläche gelangt, durch Wind, durch Tiere, durch Schmelzwasserablagerungen, absorbiert so diese Sonnenenergie und kann etwas in das Eis hineinschmelzen, solange eben die Sonnenenergie reicht. Und dadurch, dass der Gletscher eben etwas porös ist und an der Oberfläche speziell immer von Wasser gesättigt ist im Sommer, strömt Wasser durch dieses Loch durch und rollt praktisch diese Sand, Erde, was auch immer, Körner permanent herum. Das ist so praktisch wie ein Schneemann bauen, wo man dann immer mehr Material akkumuliert wird und zu so runden Granuli gebildet wird. Und diese Granuli sind dann wirklich ein hochaktiver mikrobieller Lebensraum, welcher praktisch einen Gletscher dann zum Atmen bringt, unter Anführungszeichen. Das heißt, es wird CO2 fixiert durch die Photosynthese und es wird genauso respiriert. Der Begriff selbst ist schon sehr alt. Es ist von dem schwedischen Polarforscher Nordenskjöld geprägt worden. Kryo steht für kalt, konit für Staub. Also er hat es einfach als kalten Staub benannt, war aber nicht bekannt, dass dieser kalte Staub hochaktiv sein kann. Diese Löcher haben oft ganz spezielle Ausformungen. Meistens sind sie zylinderförmig, aber es gibt auch andere Ausformungen, je nach der Exposition bzw. nach dem Wasserfluss. Was finden wir alles in diesen Kryokonitlöchern? Es ist eben nicht nur ein Schmutzloch, wie oft Kinder sagen, die sich am Gletscher bewegen, sondern es ist praktisch wie ein Minisee. Das heißt, man hat unten so eine Art Sedimentschicht und eine freie Wassersäule darüber. Und der Großteil des Lebens findet wirklich in dieser Sedimentschicht statt. Das heißt, wir finden Bakterien drin, Unmengen von Viren, wir finden Algen, Pilze, sehr viele Hefen, Diatomeen, speziell auch Gletscherflöhe, wie Sie hier sehen an dieser Zeichnung, oder auch Tardigraden, die Bärtierchen, welche sehr spezielle Gletscherbewohner sind und hier praktisch auch die Top-Räuber in diesen Kryokonitlöchern. Also wenige Vielzeller, dafür mehr Einzeller, aber sie sind absolut relevant für das Kohlenstoffbudget eines Gletschers. Hier sehen Sie zum Beispiel als Beweis einer aktiven Reproduktion ein Bakterium, welches sich gerade teilt. Wenn Sie hier diese Trennlinie sehen, und dieses Bakterium wurde isoliert aus einem Gletscher der Antarktis, der sich Blattfalls nennt, wegen dieser rötlichen Färbung von Eisenoxiden. Und wie gesagt, es befinden sich auch sehr, sehr viele Viren im Eis drinnen. Hier sehen Sie als wie so eine Art Zeppelin-Struktur dieses Bakterium und diese ganz kleinen sechseckigen Strukturen, welche mit den Pfeilen markiert sind, sind Viren, die hauptsächlich Bakterien befallen, lysieren können und somit wieder Nährstoffe freisetzen können. Die Rolle der Viren in diesen glazialen Ökosystemen ist nicht zu unterschätzen. Es ist offenbar nichts Humanpathogenes, was man bislang weiß, aber die Anzahl dieser Viren ist von, also 10 bis 100 Mal größer als jene der Bakterien und sie sind wichtig für diese Stoffwechselprodukte, die durch die Lyse freigesetzt werden. Und noch zu allerletzt zum Top-Räuber in diesen Löchern, die Bärtierchen oder Tardigraden, welche erstmals bei uns in den Alpen beschrieben worden sind. Im 18. Jahrhundert sind praktisch die absoluten Überlebenskünstler. Sie halten extreme Trockenheit aus, extreme Kälte, große Hitze, hohe Strahlungswerte. Also sie haben eine
eine absolut fantastische Toleranz an all diese extremen Bedingungen und können, wenn die Bedingungen eben unangenehm werden, ihre 8 Extremitäten einrollen, so wie ein Fingerling praktisch, wo man die Finger einzieht, und sie können somit als Tönnchen überdauern. Man nennt es auch das Tönnchenstadium, so lange, bis eben die Bedingungen wieder angenehmer sind oder lebenswert, dann fahren sie ihre Extremitäten wieder aus und können ihren Stoffwechsel wieder anwerfen. Und das ist praktisch unser Modellorganismus für alles, was an Extremen überhaupt überdauerbar ist.